Freunde auf Twitch und auf YouTube, herzlich willkommen zu einer Ankündigung mit genau. Warte, ihr könnt jetzt ihr auf Twitch, ihr geht jetzt alles zu YouTube drüber und abonniert bitte. Ich hänge bei den 70 Abos fest, bitte. Nee, ihr geht auf YouTube und dann könnt ihr oben rechts bei diesem komischen I da. Kennt ihr dieses I? Oh, ich dachte mal, es ist ein Ausrufezeichen übrigens. Klar, Fun Fact. Ich war vom Thema ab. Da könnt ihr jetzt abstimmen, welches Projekt ich und der Herr YOLO-Typi. Ich glaube, ups. Im wahrscheinlich Mai starten werden. Wahrscheinlich Mai. Anfang Mai, maximal Mitte. Ja, dann sag doch mal. Ja, es kann sein, dass wir drei Part. Es kann sein, also wir werden wahrscheinlich die Games uns anschauen und vielleicht auch mal anspielen in der Zeit. Genau, also ja. Also nicht richtig. Ja, Battleblock haben wir, glaube ich, beide gespielt. Borderlands habe ich mal angefangen und Viva Piñata, da war ich irgendwie 7 Jahre oder 6 Jahre. Da kann ich mich auch nochmal gleich weiter erinnern. Witzig, ne? Da könnte man so einen Dreiteiler machen, glaube ich, aus Spaß mal. Oder länger. Vielleicht machen wir so ein Mini-Let's Play draus. Leute, mir fällt gerade spontan eine Idee ein. Ihr könnt auch oben rechts abstimmen. Hättet ihr Lust, bis dann dieses Projekt beginnt, was ihr abstimmen könnt, auch so ein Mini-Let's Play von Viva Piñata? Wäre witzig, glaube ich. So ein Mini-Let's Play bis dahin. Ja. Genau. Aber ihr könnt oben jetzt mal abstimmen zwischen Battleblock Theater, was für ein Theater, ey. Borderlands 2, nicht 1, nicht 3, nein 2. Wie hieß das? Ich habe jetzt nur Path Exile aufgeschrieben. Wie hieß das? Egal. Path Exile. Oder Hand of the Gods. Hand of the Gods habe ich noch aufgeschrieben. Und zu den könnt ihr abstimmen. Der erste gewinnt. Den Rest könnt ihr mal auch irgendwann mal machen. Vielleicht machen wir es auch so. Jetzt sind es 4. Genau. Oder wir machen es halt trotzdem so. Ja, okay. Achso, lange Ankündigung, Alter. 4 Minuten Ankündigung. Komm, wir müssen uns ja mal ein bisschen beeilen. Okay. In der zweiten Abstimmung könnt ihr abstimmen, ob ihr Lust habt auf Mini-Viva-Piñata-Projekt, bis das Event. Bis das Event. Bis das Projekt dann beginnt. Ja. Okay, ja, mach mal. Ja, okay, ihr werdet dann oben rechts sehen. Da ist noch ein Platz frei, wenn wir es wählen. Seht ihr, was da oben rechts steht? Leute, das ist eine Mini-Ankündigung. Ankündigung. Ja. 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 Egal, machen wir trotzdem. So. Machen wir.
Das ist mir jetzt. Wir informieren uns bis dahin. Leute, abstimmen, doppelt. Wir werden wahrscheinlich 3 Tage Viva Piñata so oder so machen. Aber wenn ihr es noch ein bisschen länger sehen wollt, wir werden wahrscheinlich mehr machen. Also Leute, ihr seht es wahrscheinlich noch am. Welchen haben wir heute? Sonntag, ne? Genau. Ihr seht es wahrscheinlich noch am Sonntag. Bedeutet, morgen kommt um 12 Uhr Red Dead Redemption. Um. Moment, ich mal, muss kurz überlegen. Ja, morgen kommt Assassin's Creed und Overwatch. Also Leute. Servus und Tschüss. Nee. Ja, unten alles verlinkt. Tschö.